Wir sind inzwischen zu zweit. Dong Dong hier am Mike. So, wir haben Beißel gegen Bel Campo. Das müsste oben noch geändert werden. Aber war tatsächlich auch noch offen. Und da bin ich gespannt. Auch ganz spannend. Ich würde sagen, vom Skill-Level her sind beides eigentlich recht gute Spieler und Beißel hat sogar einmal Anyzeit gewonnen. Ja. Beißel aber auch hier Squallen. Bel Campo. Hat es immer ziemlich knapp gemacht gegen SDN. Hat auch, glaube ich, schon Wins gegen Beißel. Ich glaube nur, so die Mehrheit der Sets sind dann doch bei Beißel. Jetzt gerade sehen wir, das Ganze ist auf jeden Fall relativ knapp. Ich finde so, der Random-Faktor ist eher bei Beißel. Also, dass da mal ein Spike kommen kann oder ein aufgeladener F-Smash. Aber so das Neutral dann doch eher bei Bel Campo. Also wird das Ganze hier auf jeden Fall so ein bisschen... Ja, momentumabhängig, denke ich. Ja, das ist besonders bei Duck Hunt so. Ich habe irgendwie das Gefühl bei Duck Hunt, wenn es läuft, dann läuft es normalerweise recht gut, aber sobald Duck Hunt halt einmal, ich sag mal, das Match verliert, dann ist es halt auch recht schwierig, davon zurückzukommen. Muss man halt immer gucken, wie gut Duck Hunt das Neutral behalten kann. Und gerade sieht es noch etwas schwierig für Beißel aus. Ja, doch. Ein ganzer Stock jetzt hier gerade fast schon. Lead für Bel Campo. Settet hier alles ab. Aber es ist Inkling, besonders beim Dash, das sieht man ja. Da hat man sich ja auch am Anfang von Ultimate recht viel darüber beschwert, dass der Dash von Inkling so niedrig ist. Ja. Und dass man eigentlich nie wissen kann. Durch alles durchlaufen kann, so ungefähr, ja. Ja, ist schon ein bisschen fies, aber macht ihn auch ein bisschen cooler. Tatsächlich macht schon Spaß, damit auch zu spielen, zu low profilen und so. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Charakter. Und das ist, glaube ich, auch bei vielen der neuen Charaktere so. Ja. Man sieht schon so ein bisschen bei dem Character Development von den ersten bis zu den später designten Charakteren, dass es da auf jeden Fall auch eine Lernkurve gab bei den Entwicklern. Ja, wenn man sich zum Beispiel Ganondorf anguckt, das hat ja eigentlich nicht viel mit Ganondorf zu tun. Und früher hatte er ja noch mehr Moves von Captain Falcon. Ja, genau. Im Endeffekt hat er ja angefangen als Captain Falcon-Klon, der einfach ein bisschen stärker war. Inzwischen haben die so, ihm so ein bisschen was Eigenes gegeben, aber im Endeffekt, ich würde trotzdem noch sagen, einer der allerschlechtesten designten Charaktere. Ich meine, macht Spaß so, aber Junge, Junge, also das ist wirklich eine Tragödie, wenn man den spielt. Oh, Beißel immer noch auf seinem zweiten Stock hier gerade drauf. Oh, und das killt auch nicht. Bel Campo braucht diesen Kill. 180% auf Duck Hunt. Aber irgendwie treffen hier nur die Sour Spots. Ist tatsächlich gerade ziemlich spannend. Oh, deswegen muss ich gerade mal aufhören mit dem Duck hier Ganondorf Rant. Ja. Mache ich ja eigentlich gerne. Boah, ja, Beißel hat das echt ziemlich knapp inzwischen gemacht. Ja, Beißel will jetzt, glaube ich, eigentlich nur Damage reinbekommen. Damit er. Weil Kill bekommen wird wahrscheinlich schwierig, aber halt für den nächsten Stock. Ja, so langsam. Also 200. Und schafft es sich selbst wegzusprengen, okay. Ja, das ist immer so die Gefahr bei Duck Hunt. Die Can kann einen auch selber treffen. Das macht es natürlich immer gefährlich, besonders wenn der Gegner auch mit der Can rumspielt. Ja. T-Hawk. Das habe ich noch nie gehört. So gut wie noch nie. Oh, ja, okay. Das ist auch. Damn, ist wieder komplett even hier gerade. Street Fighter 2 Musik. Nicht die beliebteste. Nö, aber ich mag generell diese Klatsch- oder Pinch-Musik. Heißt es ja. Ja, das ist tatsächlich ein cooles Gimmick, was auch nur die Street Fighter Musik hat. Ja. Und jetzt gerade bin ich auch recht gespannt. Da passt es doch recht gut. Das haben die ganzen Modder auch immer versucht, rauszufinden, wie das funktioniert, sodass sie selber praktisch Musik reinmodden können, die dann ab einem gewissen Zeitpunkt sich verändert eben wegen Pinch. Mhm. Aber haben die bis heute nicht rausgefunden. Ich glaube, jetzt besonders bei modernen Kampfspielen, das ist ja zum Beispiel in Street Fighter 6 haben die es ja auch so, dass im letzten Stock, im letzten Leben sich die Musik verändert. Ach was, das wusste ich nicht. Und in Tekken, das ist ja auch immer so von der Runde abhängig, wie die Musik ist. Ach cool. Also letzte Runde Grand Finals Evo kommt dann auf einmal diese Jodelmusik. Oh. Oh. Am besten finde ich ja aber immer noch, wie heißt es, Environment Sounds von... Environmental Noises von Olimar. Die ist auch so heftig. Das haben manche... haben manche gepickt tatsächlich einfach nur, um ihre Gegner so ein bisschen zu trollen. Zu punken. Okay. Beide sehr hoch. Setup. Nicht ganz.
Frisbee. Oh mein Gott. Ich habe immer das Verlangen, da kannst du wie den Mexikaner zu nennen. Das hat ein Freund von mir getan. Ich weiß gar nicht, hat der Namen? Wie würde, oh mein nicht. Gott, und das, der Dragon Ball Z-Move. Und das killt einfach. Sehr knapp. Vielleicht wisst ihr das ja im Chat. Wie heißen denn die ganzen Gunmen? Haben die Namen? Ich glaube, die heißen einfach nur Gunmen, ne? Gunmen A, B, C, D, E? Wahrscheinlich A, B, C, D, E. Aber ist ein altes NES-Spiel, ob sie sich da so viele Gedanken gemacht haben. Ja, hey, wer weiß. Man wundert sich manchmal, wie tief Lore geht über irgendwelche Spiele, die vor 20, 30 Jahren rausgekommen sind. Wobei ja. NES... Wobei ja, doch. 30 also Jahre. Bei ein paar Spielen natürlich schon. Jetzt zum Beispiel The Legend of Zelda, das ist ja natürlich recht groß geworden. Ja. So ein Zeugs, wenn ich mir jetzt die Ice Climber angucke. Ja, gut. Also die gehen halt einen Berg hoch und sammeln Früchte ein. Aber da hat auch jeder Charakter seinen Namen und gibt eine Zucchini. Gut, über die weiß ich jetzt wenig. Das ist, glaube ich, irgendein Magier oder so. So. Okay. Die Musik, weiß ich jetzt nicht, was das ist. Aber... Oh ja. Stimmt. Ich kann heute irgendwie schlecht hören, deswegen. Ach, passiert. Ich weiß nicht genau, was da mit meinen Ohren los ist. Ist auf jeden Fall merkwürdig, auch diese Kopfhörer zu tragen gerade. So, die Projektile kommen raus. Nicht ganz. Ja. Das ist immer so ein Kampf über die Kontrolle der Stage. Mhm. Meißel will natürlich Belcampo mit seinen ganzen Projektilen beeinflussen, um so Fehler zu erzeugen. Oh. Und es geht natürlich, je mehr Projektile man hat, besser. Und die Can. Oh. Und? Oh, mit der ja. Frisbee-Gadget. Der drin ist ja so gut, ich weiß nicht, wie er das immer timet, dass der letzte Hit trifft und er dann noch eine Back-Air oder einen Down-Air hinterher gekriegt. Schauen, ja, ob Belcampo hier gerade gleich ziehen kann. Man merkt, er hat auf jeden Fall, es ist urgent für ihn, aber in diesen Momenten ist es echt so, dass man meistens einfach nur noch mehr Damage reinbekommt. Mhm. Das ist die Chance für Belcampo, würde ich sagen. Oh. Ah, Grab der Pass. Okay. So langsam weiß ich, wieder ein bisschen aus, wobei. Ja. Oh. Ah, zweimal verfehlt. Das ist natürlich schade für ihn. Grab nach hinten. Leider. Oh. Getroffen. Ah, das der 8. Er braucht einen guten Treffer. Sauerspot, ne? Oh, die Back, ja. Oh, oh, oh. Ah, oh, die kann das nicht nutzen. Oder doch? Weißel nee. Mesh nicht, aber... Oh, der Uptilt killt nicht. Ja. Ja, das ist immer so schwierig, ne? Wenn dein Gegner... Wenn es knapp ist und dein Gegner lebt dann einfach bis, ja, 200. Ja, das ist auch schwierig. Psychologisch natürlich. Ja. Immer blöd. Das ist richtig schlimm, gerade gegen den Charakter wie Weißel. Ja. Den Charakter wie Weißel, ja. Nee, also hier Duck Hunt ist halt... Du denkst dir einfach nur, ich will diesen Charakter killen, aber dann sind da einfach drei Projektile, die einfach die ganze Zeit nerven. Okay, da ist der Kill. So. Das ist doch recht gut für Belcampo. Mal sehen, was er damit macht. Erstmal eine schöne Combo. Oh. Das wusste er. Die Mind Games. Ja. Dann ist auch die Can dazwischen. Oh. Ist gar keine Frisbee, ne? Naja. Oh, das haben wir. Noch immer ganz interessant, dass Inkling auch eine Bombe hat. Aber. Muss ja eher zum Ledge Guard. Oh, schön. Okay, ja. 150. Doch, der Damage ging dann doch ziemlich schnell rein. Einen soliden Treffer braucht er. Da ist er. Eine schöne Up-Air. So, diese Chance muss Belcampo jetzt ausnutzen. Jetzt gerade hat da kann nicht so viele Projektile. Da kann man sich eigentlich durchschlingeln. Er hat ein bisschen Angst. Ja, das macht Beißel halt wirklich gut, ne? Wenn man dann bei der Dose steht und denkt, soll ich dran vorbeilaufen? Nee, das hat er auf dem Schirm. Dann schildet man und sobald man das Schild loslässt, explodiert sie einfach. Oder aktiviert Beißel sie. Oh. Hat er gerade einfach mal die Chance genutzt, dass die Dose da ist, um einfach mal einen Raw F-Smash zu starten. Ist ja ein bisschen blöd, wenn der Gegner offstage ist, dann kann Duck Hunt halt immer seine Stage-Controller aufbauen und das hat er jetzt gerade gemacht mit seinen Gunmen. Ja. Da ist es schwierig gegen zu spielen, da braucht man auf jeden Fall eine gute Mentalität für.